You know, sometimes people might say that we're kind of the pioneers of German rap music, but we refuse to take that, because it's a fact that we have been out with the first German-speaking rap album. But I would say that nobody can say if, you know, German rap music has developed from all kinds of scenes and all kinds of perspectives and points in Germany. So if it wasn't us who were the first on the album, it would be somebody else. We had this, our first single hit, Dida, out, and everybody was like, okay, these guys are Dida. And we really worked like for over 1.5 years to get rid of that image, to show the world that we're not just Dida, that we can like do more, that we can be spacey, also as be harder and tough. Der Tag fängt an und dann fragst du dich, wo geht's lang? Was will ich? Was mach ich jetzt? Wie fang ich an? Und voller Tatendrang machst du die Augen auf. Mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann sagst du mal, oh Mann, was ich machen kann, kann ich machen. Du wirst lachen, so einfach sind die Sachen zu betrachten. Und ich weiß, dass du weißt, du kannst es machen. Denn die 24 Stunden sind die Zeit, die du hast, in der befreit vom Ballast und die Zufriedenheit verbrannt. We changed and the audience noticed that we're a band who's developing. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. I meet teenagers who says, wow, I like your music and my dad likes it too. And I was like, oh, wait a minute, now this is, what about the generation conflicts and stuff? Du bist so geil für diese Welt. If you're between 16 and 42, and if you're a nice person, you probably alone and good looking. I think evolution in our band is very, very, very important, because if you're just standing still, it will be boring for us and for the audience, for everybody. And like Thomas D. wrote in a song, in der Bewegung liegt die Kraft, movement is power. You have to move and look around and try new things. I think this is this movement and improvement, this evolution is something that keeps the band alive. I think what the Fantastischen Vier always had was their very special sound, their own sound. Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. All these medias, music, video, written words or what else, are also part of the fourth dimension we're living in. So I think acoustic and optic art is very important for us. Der Moment ist die Tat, die du tust, Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, was du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu begehen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind... Life still goes on and this is nothing like paradise where you just stay there and you just stay there and be happy. Movement is power, you have to move on. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen, denn es errannte ich durch meine Welt und war der König. Doch alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was mich kickte, von dem ich nie genug kriegte, dass ich lieber sein, denn ich fühle mich allein. You have to find the things in yourself, the path in yourself to do things you wish are really fulfilling. Warum ist es nur in deinem Kopf, dass es kein Gut und Böse gibt, nur in deinem Kopf, dass jeder von dir alles kriegt, nur in deinem Kopf. Frieden grenzenlos, schrankenlos, gedankenlos, was mach ich bloß, es ist nur in deinem Kopf. I think the common sense is we're rapping about experience or
things we live in. Wenn der Weg das Ziel ist und das Leben nur ein Spiel ist, wie erkenne ich dann den Punkt, an dem mir das zu viel ist? Wenn die Luft steht und unter Druck steht, sich der Raum dreht, oder ist das schon zu spät? Woher kommt die Kraft, die es schafft, dass man am Rausch des Lebens zieht und nicht pafft? Und überhaupt, wer sich nichts erlaubt, sich nichts traut, der verstaubt, beraubt sich aller Dinge, die er glaubt und vertraut sich nicht. If you wonder why there are dead bodies in the video, the woman in the video clip is not a woman, is an idea of a problem of a person who is not able to fulfill his own ideas. So you have to still have to wear your burden, no matter if you split or don't. Maybe someday we will run out of ideas, and that will be the end of the band then. But why should we care about day X in the future where there will be no more ideas? Since we are having fun, I think it won't be so difficult to get more new ideas. I think the first side project were Mega Fear, this fusion with the trash metal band Megalomaniacs from Frankfurt. Mega Fear is trash rap. Yeah. The two bands initially met at a small festival in Frankfurt, where they started jamming together. From there, things just happened naturally. Warum? Ich frage jetzt mich. Aus Spaß! Warum? Das ist ein Experiment. Warum? Weiß nicht, was es ist. Es ist Mega Fear und. Warum? Das ist ein Konzeptalbum. Was vor allem sehr interessant war, war nicht nur einfach gemeinsam Musik zu haben und Spaß zu haben, sondern hat sich auch herausgestellt, dass die gemeinsame Arbeit auch viel Neues bringt. Zum Beispiel eben verschiedene Ideen zu verquicken. Plattenpapst Jörg's record release. Yeah, I did a song with him on his solo album. Zu diskutieren und zu zelebrieren. Und irgendwann kam einer drauf, was Neues zu probieren. Und sagte, wenn ihr mir vertraut, möchte ich wetten, die Natur hat ein Kraut, um die Natur zu retten. And well, we connected in a way that we come around quite a lot and we meet the other German hip-hop artists. And we know many in person, personal, and so sometimes, you know, somebody comes up with an idea and we like it, so we just join in if time is, if it's possible for us. Another thing was, I think Smudo had a little vacancy. Vacancy? What happened? Vacancy? I had a little holiday with the Jazz Cantina, which is a project. It's not a real band, I would say. It's a project which is putting jazz musicians together with rap musicians. Jazz has been sampled a lot in hip-hop music. So what's new about this? We're not inventing a new style of hip-hop jazz fusion. It has always been. It's like the most popular thing would be Guru's Jazz and Jazz. But it's not like that. Boom, boom, pass, und fing der Hip-Hop an. Ich erinnere mich an den Urknall, an dem alles begann. Das Universum dehnt sich aus und wird kühler. Ich benutze meine Fühler und suche andere Schüler. Doch alle, die ich sehe, haben ihre Hand im Schritt und sagen, yo, mother. Oder ähnlichen Shit, machst du mit? Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. I like this project a lot because there have been so many different types of musicians working together and even working together in different towns. We have a group of musicians who are about 30 years old and a group of rappers who are about 20 to 25 years old. But before we go any further, let's meet the rest of the band. I'll show you, come on. What's your name? Alexei. What is your job in the Jazz Cantina? I'm singing. What's your name? Ernie.
What's your job? I'm the DJ. DJ! Hallo Bernhard. Hallo, ne? Well, what's your job in the jazz cantina? My job? Yes, your job. I blow the trumpet. Hello, who are you? Oh, I'm the master musician behind the vibraphone. Durch das Ohr, durch den Kopf und die Nacht in den Bauch. Durch das Knie und der Fuß geht auf und ab und auf und ab und auf und ab. Mach die Ohren auf, was klappt. Mein Mund spricht die Worte, die ich hab. In das Mikro, das ich hab. In meiner Hand von der Vier, das Ding, das schwingt. Hi. Hi, I'm Hallo. Thomas D. I'm a Smoothie O. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The most interesting part of being popular is getting popular. It's when you run around and all of a sudden people start recognizing you. And this is very, very interesting when I all of a sudden walk into a fast food restaurant and they say, oh, no, it's okay. Being popular means lots of beautiful women. Luxurious backstage rooms. Having a serious manager. Winning all the time. To feel free and do what you like. Clack! Salmon and caviar all the time. What it really means is that being popular means that a lot of people have different opinions about you, and that people who really like you think that you're really cool, everything you do is cool, and people who hate you because they hate your music think that you're a jerk. The funny thing is that reality is always something completely different, like your dreams. When we have started as a small band, we've been dreaming about having big cars and knowing a lot of beautiful girls and being popular, running around, have a lot of money. And if you get popular and if you get the first huge amounts of money and if you drive the first big car, you'll be sitting inside a car with a beautiful lady with a pocket full of money saying, hey, something's missing. Don't take it too serious. Never take anything too serious. I found out that it's a kind of game and we decided to play. But now we're more and more choosing the rules. So, well, I kind of like it. Things that really suck if you're popular. Giving interviews. All the time. All the time. All the time. All the time. Having no privacy. Always in hectic. Und ich muss es tun, mit meinem Willen zu wählen und mein Boden ist voll rum. Denn hier oben wäre kein anderer, wenn ich nicht bekannt wäre. Doch ich hasse es, ich brauche es, ich hole es und ich raus. Populär! Our band, we're in such a lucky status that we have money and we have popularity. So we have the freedom to concentrate on our music. If you get used to it and you just work with it like a normal thing, that's pretty cool. It's not big of a problem and it's not so harsh, people might think. Im Radio und in Stereo hört ihr uns überall und jeden Tag und sowieso. Die fantastischen vier Four Boys from Germany coming live and direct on MTV. Yeah. Sommersonne, Sonnenschein, sehe ich mir furchtbar gerne rein. Gerne rein. Gerne rein. Sommersonne,
der Sonne scheint, seh ich mir furchtbar gerne rein. Das war nie genug, doch hier ist lass die Sonne rein. Die Sonne rein, fragst du und bist sie. Yeah, well now, actually we're successful because the people can get the fun by catching the fast lyrics in their own language. And this is the fun. Es ist nicht unbedingt wichtig, nur die Kohlen zu vermehren. Ach, hätt ich doch, ach, hätt ich doch. Das ist nicht Lache, locker bleiben, bleib ausgeglichen. Der Rest ist Nebensache, klingt einfach wie. Ich weiß, ich kann's verschenken. Da steht das Wasser bis zum Hals ins positives Denken. Deshalb denke nicht an morgen, denk nur in der Gegenwart. Denkst du nur auf diese Art, dann hast du Sorgen eingespart. Sperr die Ohren auf, hör auf meinen Reim. Lehn dich zurück und lass die Sonne rein. The German language is a hard language. It has hard syllables and it sounds kind of strange. But I think it's possible, and we do it now for rappable. 4 years, and rappable. we have rappable. Learned it's rappable, and it's we have rappable. Learned German language is rappable. Und wann wir stehen geblieben? Ach ja, es ging um Leute, die sich gegenseitig lieben und Sex. Auch wenn das komisch klingt und eben was die Thematik eben noch so witzig bringt. Ich meine extra schon moralisch oder nymphomanisch. Beziehungen machen das Leben dramatisch und dynamisch. Ich bringe es auf den Punkt, denn die Sache hat zwei Seiten. Wenn Mann und Frau sich nicht nur geschlechtlich unterscheiden. Zum einen gibt es Frauen, die sind sehr feminin. Lieben dann platonisch ihn. Und maskulin ist das anders als zu sehen. Wenn es um Frauen geht, werden Männer schizophren. Mit dem Kopf, wenn sie nur eine mit der Hose alle haben. Das wird zum Problem, Mann, da liegt der Hund begraben. Geht's um große Dinge oder um Kleinigkeiten oder um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Yeah, because this is our mother language, so we can express what we want to say and not by using a dictionary and trying to express ourselves in not our own language. So we used our own language, which is German. Du spürst das Gras, hier und da bewegt sich was, es macht dir Spaß. Nein, es ist nicht nur das, denn nach dem Öffnen aller Türen steht am Ende der Trick des Endes. Der Suche durch das Finden im Augenblick, du atmest ein, du atmest aus. Dieser Körper ist dein Haus und darin kennst du dich aus. Du lebst und das wird dir bewusst, ohne nachzudenken, nur aufgrund der eigenen Lebenslust. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist zu weit. The important thing of for us is not to use any kind of cliches and mask to act like we are some kind of bad ghetto boys, because we're not. We are from the Mittelstand, which means not upper class, but no lower class people. We're kind of some ordinary twins. Yeah, and we are talking about us. I think. Yeah. I think this is what hip hop music is about. Die Nacht ist auf und Sturm. Denkst du dir, was kommt um, wenn ich wohne? Wenn ich schaffe, frage, nehme ich mir das gut. Du machst die Augen auf, mach die Augen, mach die Augen auf und dann fragst du mal, ob ich das auch so machen kann. Kann ich sein wie die anderen? Muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine weiter? Gibt es eine Antwort? Nein! Ich schaue in mich allein hinein und plötzlich wird ich still. Hey, ich weiß, was ich bin und ich muss machen, was ich will. We're trying to get some positive power to the people. Yeah. Our main message is think positive. Poppity poppity positiv, positiv, nicht negativ. Deshalb denke absolut und mache nicht auf relativ. Bleibe bloß du selbst, bleib ein Individuum und scher dich ein Dreck um das, was die anderen Leute tun. Es ist nicht gut, immer nur warum zu fragen. Wenn das Schicksal dir was schenkt, dann fällt es schwer, nein zu sagen. Kein raus und rein, kein bunter Schein. Hau die doch nur kurz und klein, sag ja nicht nein, ganz allgemein. Lass die Sonne rein. We're not really a political fan, it's more like a Social critics. I don't know. Actually, nowadays there's all of these subjects Michi was just talking about are in our heads. We're still having fun. We know that we have a Verantwortung, and we are social critics. So it all mixes up in sometimes in our we're social critics, and sometimes we're just you know not English speakers. See, the problem with hip-hop music is that it usually comes from a non-alive source, which can be a sampler or a dead tape or turntable, because it's music which has been produced in a computer and with turntables usually. A
think the reason why we like came to the point where we said we just a drummer and a sample set is not enough to bring over our whole set of songs we have up to now. So we found this jam, luckily, egal, zum Glück haben wir this jam gefunden, because these are the right musicians for us. They play soulful, soul music, and with a bit of funk in it too. This is nur in meinem Kopf. In this mixture of Andy's sample station and two drummers drumming, and then like another four musicians coming up to it, and the four of us then, and all of that, it makes a good mixture out of a hardcore session and the soulful session, and then still being able to transform or to form the songs on stage, you know, just make a break here or just make it longer and solo, and then okay, and the man just goes for it, and this is bringing it more to. Yeah. More, it's more alive now. So on stage, we're having all these people on stage and this band, and we've been playing and touring together, and it's a very good mixture and a very good social construct, isn't it? We feel of all these different musicians, and you have this rhythm section, the bass section. We always have good fun when we're playing on stage. But especially on that gig we did for MTV, it was very, very interesting because we had this new device. We were standing on this, I don't know, this gitter. Metal. Gitter on the gitters. Standing on the guitar, and there were these monitor speakers from down there, and the lights, and it was a very strange sound for us. We're not very used to it. Oh, wann sind sie dran und dann? Willst du keiner mehr? Gestern niemand, morgen schon oder zwischen? Komm mal!